Hallo ihr Lieben, Erkenntnis der letzten Wochen, zwei Wochen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich kein Video drehe, weil mich das tatsächlich entspannt. Und wenn ich es nicht schaffe, das zu tun, obwohl es mir so viel Freude macht und mich so entspannt, dann habe ich nicht genug Zeit für mich selbst. Daran arbeiten wir also, dass ich tatsächlich so ein, zwei Videos die Woche mache. Wenn nicht, läuft was falsch. Dann werden wir weiter an verschiedenen Stellschrauben drehen, damit ich regelmäßig für euch drehen kann. Ich habe nämlich was ganz Tolles gekauft und das will ich schon die ganze Zeit ausprobieren und mit euch einschätzen, bewerten, ob es eine Alternative wäre zu meinen allseits geliebten Cats und Apple Trees Stempeln, denn beim Teddy gab es diese Stempel. Warte mal, lass mich gucken, wie ich sie halten muss. So muss ich sie halten. So, ich hoffe, so blendet es nicht. Und ihr seht vielleicht, also A, sie kosten 5 Euro. B, es sind 36 Stempel. Und C, es gibt sehr viele lustige Tierchen mit sehr, wie ich finde, lustigen Gesichtsausdrücken. Und an wen erinnert das ihr? Eben an Cats und Apple Trees. Und jetzt ist einmal wollte ich gucken, was können diese Stempel? Die letzten haben mich ja tendenziell eher geärgert. Ich meine, bei 5 Euro kann man jetzt nicht so rasend viel falsch machen. Und das zweite ist, ich möchte gern gucken, ob ich die tatsächlich mit Cats und Apple Trees Stempeln kombinieren könnte. Und dafür packen wir sie aus und ich zeige euch in der Zeit das Foto, weil das macht immer so viele Geräusche, wie ich im Nachhinein feststelle. Ich zeige euch das Foto, wie es im Regal aussieht. Ich meine, ihr kennt schon, das ist ein Blister zum Aufhängen, von daher habt ihr schon eine Vorstellung. Okay, das war einfach. Es ist tatsächlich einfach quasi eine Schublade. Sehr praktisch. Und ich nehme jetzt erstmal ein einfaches Schmierblatt. Ich gehe davon aus, dass da schon Stempelfarbe drin ist. Das könnte auch schon der erste Nachteil sein, weil ich mir gedacht habe, dass die gelben Stempel gelb sind, die grünen Stempel grün, die rosanen rosa. Gelb zu stempeln ist natürlich total super. Es geht sogar. Aber nicht schön. So, wartet, lasst mich mal diese Ziege nehmen. Die finde ich sehr lustig. Und jetzt ignorieren wir das hier ja. Uiuiui, okay, ich nehme mal, was nehme ich denn für ein Papier? Komm, ich nehme mal eine klassische Karteikarte. Könnte man wieder den üblichen Spruch loslassen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe jetzt verschiedene Ideen dazu. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich wage. Natürlich wage ich das. Das ist ja nicht wirklich eine Frage. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein anderes Stempelkissen. Und ich nehme jetzt das, was hier gerade rumliegt. Und tupfe das mal. Ja, und siehe da, der Stempelabdruck wird viel besser. Das heißt, ich frage mich gerade, ob ich die gnadenlos auswasche, dass die gelbe Stempelfarbe raus ist und ich dann mit Schwarz stempeln kann. Ich habe jetzt halt ein grünes Stempelkissen gegriffen, weil es gerade herum lag. Und ich mir nicht mein gutes, neues, tolles Versafein-Stempelkissen versauen wollte. Aber jetzt Versafein, genau. Aber jetzt wage ich es. Wir bleiben mal ruhig bei der Ziege. Okay, also das funktioniert nicht gut, aber es funktioniert. Natürlich kommt dann irgendwann das Gelb wieder durch. Und ihr seht halt noch was, wenn ihr nicht aufpasst und nicht ganz sanft Farbe aufnehmt, dann habt ihr halt auch ganz schnell den Rand mit eingefärbt. Ihr dürft nur kurz aufdrücken. Also nur kurz Stempelfarbe aufnehmen, nur kurz drücken. Das war zu kurz. Weil je länger ihr drückt, desto unsauberer wird das Motiv. Und zwar dann kommt halt das Gelb durch. Okay. Passt mal auf. Wie machen wir das? Habe ich hier was, was ich mal gerade zweckentfremden kann? Habe ich natürlich. Was nehme ich am liebsten? Komm, wir nehmen einfach diesen Deckel.
Dann nehme ich einen Schlöpp Wasser. Ich habe mir nämlich lustigerweise gerade meine Trinkflasche aufgefüllt, weil ich gedacht habe, du hast den ganzen Tag zu wenig getrunken. Dann nutze ich das auch mal direkt und stelle diesen Stempel jetzt mal. Nee, ich nehme aber nicht die Ziege. Warte, ich nehme. Die Eule hatte mich gerade spontan gar nicht überzeugt. Die fand ich gerade sehr langweilig. Ich glaube, die finde ich auch langweilig, wenn sie schwarz ist. Mal grad gucken. Na, dann ist sie besser. Aber du musst jetzt als Probe herhalten. So, ich bin jetzt mal so gnadenlos und lass den mal im wahrsten Sinne des Wortes ausbluten. Wir gucken uns mal das Grün an. Komm, wir nehmen... Was nehmen wir denn? Die Schildkröte. Also süß sind die Motive ja schon. Ein schreckliches Grün. Ja, und ihr seht, wenn ihr länger haltet, dann werden die Konturen immer faseriger. Und je nachdem, was ihr für ein Papier nehmt, wird es natürlich noch schlimmer. Auch da machen wir den Trick mit Schwarz. Und ich habe wieder zu sehr am Rand. Das ist halt immer das Problem mit diesen Stempeln. Gerade drauf, gerade runter. Süß sind sie schon. Und wir gucken uns das Rosa an und ich mache mir gerade Sorgen. Flamingo Ingo. Wir gucken uns erst das Pink an. Okay, ja, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber das ist halt das Problem von billigen Stempeln. Also hier ist nichts zu erkennen an Feinheiten. Da muss ich schon sehr schnell stempeln. Und selbst dann... Naja, muss man eher raten, was es ist. So, wir nehmen nochmal das Versa Fine Clair. Tupfen leicht. Stempeln leicht und schnell. Und schon sieht man Konturen. Jetzt sehe ich zumindest meinen Schnabel. Okay, also, erstes Fazit. Die integrierten Farben sind grauenhaft. Finde ich, also meine Meinung. Es ist immer, wir reden immer von meiner Meinung. Zweitens, dieser Rand ist wie immer das Problem. Drittens befürchte ich, die sind relativ gut gefärbt. Mal gerade gucken, was passiert hier so. Ja, es blutet schön aus, das soll es ja auch. Ich lasse das mal hier schön drin stehen. Ich lasse das auf jeden Fall mal. So, ich sehe schon auch nächste Probleme, wenn ich diese Tiere miteinander... Also erstmal, ich muss die Farbe rauskriegen. Dann würde ich das am liebsten einen Millimeter höher setzen, dass ich diesen Rand nicht so habe, dass also der Stempel mehr rausguckt. Wer will uns davon abhalten, richtige Schweinerei zu machen? Ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob ich den ausschneide. Mit einem Cuttermesser. Und auf was anderes drauf montiere. Jetzt weiß ich nur überhaupt nicht. Ich muss ja eine gerade Fläche hinkriegen. Sonst kriege ich den Stempel ja niemals gerade abgedrückt. Das lassen wir jetzt im ersten Augenblick mal kurz. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass halt der Rest auch wirklich, ja. Also, ja, achso, das nächste Problem, was ich sehe, ist, dass wenn ich die übereinander positionieren will, ich da richtig Schwierigkeiten kriege, weil ich ja eben gar nichts sehe. Also das wird dann wirklich ein sehr großes Glücksspiel. Sei denn, ich arbeite mit Stempelhilfe, das ist mit runden Stempeln auch nicht so einfach. Schade. Also ich finde sie wirklich, wirklich süß. Gefallen mir sehr, sehr gut. Aber die Umsetzung wird ein bisschen schwieriger. Wartet, wir haben hier ein Taschentuch.
Das hat schon mal gut funktioniert. Also es ist doch nicht so viel Farbe drin, wie ich gedacht hätte. Zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht. Da kann natürlich noch reichlich Farbe drin sein und nachkommen. So, das heißt, dass ich jetzt... Ach, Kackrand, Entschuldigung. Ich meine, ich kann das natürlich sehr bewusst machen, dass ich das halt richtig bewusst drehe und auch hier richtig bewusst drehe. Na toll. Ja, das Gelb kommt noch durch. Pass mal auf, wir nehmen jetzt die Eule als Experiment. Ich tunke den jetzt gnadenlos nochmal in Wasser. Eule, es tut mir leid, du hast es nicht verdient. Aber vielleicht wird aus dir ein besserer Stempel, wenn ich ein bisschen an dir rumschneide. Ich wage das jetzt einfach. Ich könnte jetzt gucken, ob ich einen Stempel habe, der mir gar nicht gefällt. Aber irgendwie möchte ich ja hier keinem Stempel wehtun. Ist auch süß, ne? Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wie tief das hier reingeht. Was das für ein Material ist. Aha, so, es dreht sich. Das hatte ich. Das ist schon mal gut. Aber der weiße Plastikrand dreht sich mit. Das ist nicht so gut. So, dann nehmen wir den Stempel doch mal richtig auseinander. Das ist mir zu gefährlich. Aha. So, da sind wir schon mal ein bisschen klüger. Jetzt versuchen wir mal, das Gelbe da rauszuhebeln. Ist das das richtige Werkzeug dafür? Oh, das ist nicht sehr tief. Das wird geklebt sein. Wie kann ich denn jetzt die Klebe lösen? Weil ich gerade, ob ich mit Desinfektionsmittel was erreichen kann. Ich merke, dass ich auf dem Plastik schon angekommen bin. Das finde ich schon mal ganz gut. Oh, ich will der Eule kein Ohr abschneiden. Jetzt versuchen wir erstmal, den Rand hier zu entfernen. Dann können wir nämlich vielleicht daraus etwas lernen. Versucht den mal ganz vorsichtig da raushebeln. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch gerade denkt, ja, deine Finger. Ehrlich gesagt denke ich das auch gerade. Tada! Das war schon mal echt gut. So, wartet. Wisst ihr was? Da kann ich auch eine Schere für nehmen. So, jetzt ist das natürlich quasi ein Stempelkissen. Das heißt, ich versaue mir auf jeden Fall die Finger. Egal. Wir nehmen eine kleine Schere. Ich muss immer ein bisschen an euch vorbeigreifen, deswegen wackelt ihr dann. Das tut mir leid. Deswegen dürfte meine Stimme jetzt lauter sein. Egal. Ich schneide jetzt mal einmal die Eule aus. So, und jetzt, das habe ich mir gedacht, werfe ich sie noch mal ins Wasser und lasse sie noch mal ein bisschen ausbluten und überlege mir schon mal, worauf ich sie montieren möchte. Ich erinnere mich gerade an Spielzeugklötze vom Action, aber die sind zu klein, ne? Die sind kleiner. Ich guck mal gerade, was ich so habe. Mühlesteine könnte man zum Beispiel nehmen. Nehmen wir aber Rillen, ne? Mühlesteine haben Rillen. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht genau, wo die sind. Ich habe natürlich sehr viele so Klötzchen. Das sind teilweise Bauklötzchen, die ich dann irgendwie auf Flohmärkten gekauft habe. Aber tatsächlich habe ich auch ganz viele Stempelklötzchen. Ja, die hole ich nochmal aus dem Wasser raus. Was mache ich denn mit dem restlichen Wasser? Lecker trinken.
So, und dann ist sowieso die Frage, wie würde ich es montieren, wie würde ich es kleben, weil der Schaum würde natürlich Kleber aufsaugen, doppelseitiges Klebeband, Schaumklebeband. Da müsste man wahrscheinlich ein bisschen experimentieren. Spontan denke ich an Schaumklebeband. Ist auch vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Ja, wobei das ist, ich glaube, ich sollte es eher großzügiger, ja, und dann ausschneiden, wie man das so bei normalen Stempeln macht. Also ich klebe das da drauf und schneide es aus. Für euch getestet und ausprobiert. Und ich kriege noch mehr gelbe Finger. Und die Schutzfolie abgezogen. Muss mal gerade hier. Ich weiß, ich wackel. Aber jetzt hängt hier auch noch ein Kabel rum. Kinder, so können die arbeiten. So, und das kleben wir jetzt wo drauf? Egal. Nehmen wir mal hier den Holzklotz. So, und jetzt sind wir doch, glaube ich, wahrscheinlich, vielleicht einen ganzen Schritt weiter. Wir testen. Wie viel seht ihr? Jetzt seht ihr mehr. Tada! Und jetzt kann ich auch wackeln. Und jetzt kann ich auch besser Eule auf Eule setzen, aber noch nicht gut. Aber besser. Ist es den Aufwand wert? Das ist eine Frage, die ihr euch selbst beantworten müsst. Aber wenn man nicht viel Geld, aber dafür viel Zeit hat, ist das definitiv eine Möglichkeit. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Ich denke ernsthaft darüber nach, ob ich das nicht tatsächlich mache. Weil so schlecht finde ich es jetzt nicht. Also wenn man sich vorher nachher anguckt, müsst ihr zugeben, da sich der Aufwand lohnt. Wenn ich mir das jetzt mit der kleinen süßen Ziege vorstelle. Also dafür, dass ich oben nichts sehe, übt sich ganz gut zu wissen, wo, wie, was, wo. Kann man machen. Warum hast du eigentlich eine runde Nase? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hier ist es auch mehr Raute, obwohl ne, hier auch. Oh ja. Eigentlich ist es fast schade, ne, um die Verpackung. Man könnte natürlich auch das da wieder reinkleben. Lasst mich das mal einmal abfummeln. Und nochmal noch eine Schicht nehmen. Die schneide ich jetzt noch nicht einmal kleiner, sondern klebe sie gnadenlos hier rein. Ziehe die Schutzfolie ab. Und klebe das da drauf. Denn jetzt müsste es ja rausgucken. Dann rauche ich keine Stempelklötze. Und ich habe die Verpackung und die Aufbewahrung. Okay, jetzt habe ich den so hoch gestempelt, dass er. Aber ich will auch nicht mehr diesen Rand mitstempeln. Der nervt mich ja auch völlig. Und jetzt hier kann ich wackeln, wie ich will. Da passiert gar nichts. Das ist gut. Ich finde es gut. Also für mich ist das definitiv eine denkbare Lösung, das jetzt alles so rauszuoperieren. Ich weiß nicht, wann und ob ich das tue, aber so als Anregung für euch ist eine denkbare
Lösung. So, ist das Ganze kombinierbar mit Cats und Appletrees Stempeln? Ja, warum nicht? Haben wir mal gerade einen greifbar. Ich habe den im Kurs gerade verwendet. Wartet, ich weiß, wo sie sind. Direkt hinter mir. Wenn ich mir da jetzt einen von nehme, dann kann ich mir durchaus vorstellen, zum Beispiel auf die Ziege. Völlig unpassend, wie man das ja so macht. Einfach gnadenlos. Naja, ist ja nicht so, als ob ich bei denen gut sehen würde. Einen Pinguin auf den Kopf zu setzen. Also man kann die kombinieren. Definitiv. Kann man das machen. Sie haben andere Augen, anderen Ausdruck. Ich kann ja auch einfach nur die miteinander kombinieren. Habe ich ja auch schon genug Möglichkeiten. Aber ich kann sie kombinieren. Würde ich jetzt sagen. Wäre jetzt so mein Fazit. Es reicht übrigens ganz häufig, ne, wenn ihr den einfach austupft, dass da keine Farbe mehr abgegeben wird und gut ist. Da muss man gar nicht immer so ein Heckmeck machen. Finde ich. Gibt es da Widersprüche? Weil das den Stempel kaputt macht, wenn der nicht komplett tintenfrei ist oder so. Freue ich mich über eure Erfahrung, eure Meinung, euer Wissen. Ich bin ja immer begeistert vom Schwarmwissen. Und deswegen kommen wir jetzt auch bereits zur Kategorie eure Kommentare, eure, wie habe ich es denn genannt? Ihr werdet es gleich lesen. Und wir haben heute eine Verlosung und es haben sich zwei Menschen gemeldet, die bereit sind, mir bei meinen Auslosungen zu helfen. Ist das cool oder ist das cool? Dann starten wir jetzt mit den Kommentaren. Basteln. Gebastelt haben wir heute einen Stempel. Die Eule. Sieht ein bisschen krass aus, ne? Aber es funktioniert ja echt wirklich hervorragend. Ich bin begeistert. Es lohnt sich definitiv. Ich mache das. Ich weiß noch nicht wann, aber die werde ich umarbeiten. So, Kommentare. Starten wir mit einer kleinen Ernüchterung. Viele von euch hatten sich so für mich gefreut, dass ich über 100 Kommentare habe. Aber die Sausocke zählt meine Antworten auch als Kommentare. Aber ganz aktueller Stand, wir sind also fast bei 100 Kommentaren plus eben meine Antworten. Also ich bin sehr stolz auf uns und ich habe ja auch jemanden gefunden, der mich jetzt bei den Auslosungen unterstützt. Und von daher wird es wieder Verlosungen geben. Ich hoffe dennoch, dass ich euch ein bisschen dafür sensibilisieren konnte, warum es durchaus wichtig ist, Kommentare zu geben, auch ohne Verlosung. Und das haben mir auch viele zurückgemeldet. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. So gesehen möchte ich natürlich unter jedem Video mindestens 100 Kommentare haben. Also, das ist doch eine rhetorische Frage, oder? Und falls euch nichts einfällt, könnt ihr natürlich auch immer so einen Kommentar geben. Aber eigentlich stelle ich jedes Mal genug Fragen. Ich habe auch noch ganz viele, also da macht euch mal keinen Kopf. Und ich habe mich natürlich über die vielen Kommentare gefreut, gerade auch derjenigen, die sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet haben oder ganz selten zu Wort melden. Da fühle ich mich natürlich auch besonders geehrt. Das finde ich ganz toll. Dann möchte ich was dazu sagen, dass ja nach meiner Nachfrage ganz viele geschrieben haben, dass sie sich weitere Ideen mit 10x10 Blöcken wünschen würden. Und dazu kann ich sagen, das geht ja eigentlich auch fast in meine Restepapierecke rein, weil so 10x10 Reste, die hat man ja schon mal. Und da will ich ja erstmal gucken, ob ich nicht einen Verlag finde für ein zweites Buch zu genau dem Thema. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal noch mit weiteren Ideen zurück. Aber ich melde mich dazu wieder. Auf jeden Fall, du kannst alles oder ihr könnt und sollt alles anders machen. Das sind Anregungen und wenn ihr dann, also so geht es mir ganz häufig, ich sehe irgendwas und dann habe ich eine eigene Idee dazu. Und wenn das so läuft, finde ich, ist es optimal. Ihr könnt es auch 1:1 nachbasteln, aber ihr könnt eben auch komplett abwandeln. Manchmal hat man ja nicht dasselbe Material, dann muss man sowieso improvisieren. Und das ist ja das Tolle am Kreativsein. Improvisation und eigenen Geschmack dort reinbringen oder eben ja das versuchen zu treffen, was dem anderen eine Freude macht.
es gibt einige, die mir solche Meldungen zukommen lassen. Und dazu kann ich nur sagen, einfach machen. Also Muße kann natürlich auch sein, dass man nicht die Ruhe hat. Aber dazu kann ich sagen, mir gibt das Basteln ganz häufig Ruhe, weil ich einfach komplett abschalte und meine Hände sind beschäftigt und mein Kopf ist beschäftigt und hinterher habe ich häufig noch was Schönes in der Hand und ich arbeite mit schönem Material. Ich finde, wir haben einfach ein fantastisches Hobby und ja, da kann ich dazu nur auffordern, wenn es natürlich krankheitsbedingt ist, dass man Schmerzen hat und nicht basteln kann, dann kann man halt höchstens gucken, gibt es Alternativen. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr ansonsten teilnimmt an den Videos und auf die Art und Weise euer Gehirn quasi kreativ und fit haltet. Tausend Dank für den Hinweis. Manchmal kenne ich solche Tricks, vergesse sie aber zwischendurch wieder. Warum sollte es mir da anders ergehen wie euch? Und ich gebe das jetzt hier auch nochmal gerne in die große Runde. Denn tatsächlich ist das einer der Tricks, den ich ganz häufig sehr bewusst nicht mache. Warum, weiß ich gar nicht. Ich habe mir darüber schon echt Gedanken gemacht, warum ich lieber fummel. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum ich es irgendwie lustiger oder netter finde oder ich den Ehrgeiz habe, das in dem Stanzer so zu fummeln, bis ich es habe, wie ich es möchte. Und in anderen Fällen nutze ich natürlich dann diesen Trick. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier einige bei sind, die das noch nicht ausprobiert haben. Und vielleicht werde ich es in einem der nächsten Videos mal machen, damit man es mal gesehen hat, wie es gegebenenfalls gemeint ist, wenn man es jetzt noch nicht verstanden hatte. Man kann tatsächlich rostfreie Nadeln kaufen, lustigerweise irgendwie im 100er-Pack. Also tatsächlich auch für diese Bastelflaschen. Ich hatte mir gedacht, dass ich beim Stempelmecker mal gucken werde. Ansonsten habe ich jetzt gnadenlos Stecknadelköpfe genommen. Und ja, man hatte mich gewarnt und man hatte sich auch schon über mich amüsiert nach dem Motto, na, die werden rosten. Und ja, das stimmt, zum Teil rosten die. Ich habe aber nicht festgestellt, dass das irgendwas an der Klebekraft gemacht hat. Deswegen habe ich gedacht, ja, sieht die Flasche halt ein bisschen marmoriert aus. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Hat auch meines Erachtens bisher nichts mit dem Papier gemacht. Also, dass das dann irgendwie durchgefärbt ist oder so. Von daher, ja, ich blende mal den nächsten Kommentar ein. Der hilft dir vielleicht auch weiter. Ich habe mir jetzt noch mal kleine Fläschchen mit feiner Düse und Nadel gekauft, die man halt auch wirklich so kaufen kann, darf, soll. Und das werden wir in den nächsten Videos dann noch mal näher testen. Jetzt kommen wir zu den vielen Tipps und Hinweisen, wie ihr eure Sticker aufbewahrt. Die meisten davon waren entweder in diesen Sammelmappen oder in Klarsichthüllen. Ich lasse die Kommentare jetzt einfach mal durchlaufen. Ich habe von der Arbeit so große, die sind so DIN A4 groß, große durchsichtige Mappen. Ich werde da gleich noch mal kurz was einblenden. Darin habe ich sie sortiert, einmal für Kurse, einmal Alphabete und Zahlen, also alles, was Buchstaben, Schrift, irgendwas ist. Und einmal habe ich den Rest zusammen in so einem Konvolut. Ihr könnt übrigens bei verschiedenen Themen auch verschiedene Kommentare machen. Ihr könnt zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Frage gestellt habe, dann auch direkt antworten und später einen neuen Kommentar mit einer neuen Antwort. Dann geht euch auch keine Frage verloren. Ich fand das sehr, sehr schön mit dem stinkenden oder riechenden Papier oder Stickern oder sonst was, dass man dann vielleicht davon die Finger lassen sollte, weil vielleicht ein bisschen viel Chemie im Einsatz ist. Hat mir gut gefallen, traf mein Humor. Beziehungsweise ist ja nicht nur Humor, es könnte ganz schön viel Wahrheit dran sein. Dass das vielleicht gar nicht so gesund ist, weder in der Herstellung noch in der Nutzung. Mir fällt gerade ein, dass ich auch noch eine Fächermappe habe für diese Stickerbögen mit den ganzen Schriftzeichen und Sondersachen, die es so gibt. Ich hole die jetzt mal raus, dann zeige ich euch das alles. Ich gucke erstmal, ob schon alle Kommentare von euch durchgelaufen sind. Sonst lasse ich die noch mal gerade euch zu Ende lesen. Sie erstmal recht hoch nehmen. Also das ist von Sarah Blum. Ich habe es mir da mal secondhand gekauft. Also ich kaufe ja extrem viele Sachen tatsächlich gebraucht bei Kleinanzeigen,
Konvolut, was auch immer. Und hier habe ich halt ganz viele, also die ist genau meines Erachtens auch dafür gedacht, dass ich halt hier diese, ich weiß gar nicht von welcher Firma die sind, ich weiß gar nicht, ob das verschiedene Firmen sind. Die kann man auf jeden Fall auch in Bastelläden kaufen, diese Stickerbögen. Und hier habe ich alle möglichen drin, auch verschiedene Schriften. Also ich habe vor allen Dingen Schriften gekauft. Und die benutze ich dann gerne für meine Encaustic-Kurse oder. Und die sind dann sortiert nach Silbergutschein, Silber, herzliche Anteilnahme und so weiter. Also so, wie sie halt eben sind, auch zum Teil zusammengefasst. Dann habe ich, ich glaube, 3 Sticker-Kisten hiervon. Die sind, das ist Bibliotheksbedarf eigentlich. Und die werden aber von Bibliotheken peu à peu aussortiert, weil es diese diese Medienkonvolute, also diese Mischung aus Buch mit CD und CD-ROM, das gibt's halt immer weniger. Da gibt's inzwischen eher QR-Code, Download, irgendwas. Also das, ne, also hier habe ich dann beschriftet Alphabete und die sind dann hier alle drin und dann blätter ich da durch. Wobei ich gerade schon festgestellt habe, so richtig konsequent bin ich in meiner Aufbewahrung nicht. Ich arbeite ja auch noch sehr gerne mit diesen kleinen oder unterschiedlich großen Fotoalben. Jetzt nehme ich euch mal etwas näher runter, kann ich mich auch setzen. Und die habe ich dann zum Beispiel, ne, normalerweise schiebt man da Fotos rein. Und da habe ich dann auch nochmal so verschiedene Sticker ganz unterschiedlicher Art dann einfach reingepackt, die ich dann benutzen kann. Also und da habe ich halt ganz viele verschiedene Alben von. Also das hätte ich jetzt eigentlich nach meiner Konsequenz mit da reintun müssen. Naja. Und hier ist jetzt noch ganz viel frei, aber es wird natürlich auch sehr schnell sehr dick, je nachdem, was man da rein tut, gerade wenn man solche dicken Dinger da rein tut. Was habe ich noch? Aber davon habe ich halt verschiedene Alben. Gerade, ob ich euch noch ein weiteres zeigen kann, oder ob ich das direkt greifbar hier habe. Ja, da habe ich, glaube ich, jetzt eher Fotos drin. Also da, es gibt ja verschiedene Formate, die man nutzen kann. Und die habe ich dann halt auch genutzt. Ne? Also dann habe ich hier noch Sticker drin. Das ist halt wieder so ein anderes Fotoalbum. Und ich habe auch, hier habe ich noch so eins, auch Fotoalben. Also ich habe sehr, sehr viel gerne auch so für Reste-Sachen. Das sind jetzt gar nicht Sticker, sondern eher so Reste-Ausstanzung. Solche Alben genommen, weil man da halt schön durchblättern kann. Und dann habe ich irgendwann mal bei irgendjemandem, wo ich, keine Ahnung, Stempelkissen oder sowas gekauft habe, das noch mitgekauft. Das weiß ich gar nicht, passte das nicht in normale DIN A5? Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht in Ordner getan habe. Das kann ich euch gerade nicht beantworten. Hier habe ich auf jeden Fall so verschiedene Fächer drin. Und die habe ich auch nochmal belegt. Ihr seht jetzt nicht unbedingt für Sticker, sondern für alles Mögliche. Aber so, dass ich halt hier relativ zügig durchblättern kann, um dann zu schauen, was passt jetzt. Wobei, ganz ehrlich, ganz häufig macht man es neu und es sammelt sich immer mehr davon an. Aber ich habe jetzt verschiedene Überlegungen, wie ich das reduziere und in Angriff nehme. Braucht man nur ein bisschen Zeit für. Ihr kennt das. Ja, das zu mir, zu meiner Sticker-Aufbewahrung. Ich überlege gerade, ich habe mit Sicherheit ansonsten, na klar, Weihnachten, Ostern sind natürlich bei den Weihnachts- und Ostersachen. Aber von der Grundsache her ist das meine Sortierung. Hier habt ihr ein paar Hinweise auf Bastelanbieter. Ihr könnt aber auch einfach mal beim Stempelmecker auf die, also von Heindesign auf die Stempelmecker-Seite schauen. Selbst wenn ihr dort nicht hinfahrt, gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen man sehr, sehr gut einkaufen kann. Ich habe dazu ja auch Videos gemacht. Ihr könnt euch also auch meine Stempelmecker-Videos anschauen, sowohl die, als ich da morgens, ganz früh morgens, alleine drüber gegangen bin, als auch die in der Vorbereitung. Da stelle ich ja diverse Shops vor und möchte da eigentlich auch zukünftig noch eine viel engere Zusammenarbeit haben. Ich will zum Beispiel mal unbedingt in die Fabrik zu Charlie und Paulchen fahren. Ach ja, irgendwann habe ich dafür auch Zeit. Der Umzug ist ja jetzt langsam abgeschlossen. Ich glaube, die nächsten beiden Kommentare hatte ich schon eingeblendet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht gar nicht unklug, sie sonst nochmal zu zeigen, weil die Idee fand ich gut. Und jetzt bin ich jetzt schon durcheinander gekommen, damit welche Katzenbilder ich euch bereits gezeigt habe. Auf jeden Fall mit dem Kater auf dem Tisch. Es ist verrückt. Es ist, ich momentan meine Konzentrationsfähigkeit ist nicht so hoch. Ich glaube, man merkt es mir Gott sei Dank nicht so an. Ich merke es aber doch eklatant. Keine Ahnung, ob das einfach gerade
nur eine Phase ist. Ich hoffe, jetzt neue Katzenbilder. Ich glaube, hier besteht die Gefahr, dass man seekrank wird. Also ich liege eigentlich auf der Hollywood-Schaukel, um Kommentare zu beantworten. Und natürlich musste der Kater zu mir kommen und mit mir schmusen. Das finde ich auch einfach goldig, da kann ich auch gar nicht Nein sagen und finde das total schön. Und schmilzt auch einfach nur so dahin. Also das ist einfach, ach, schaut es euch an. Es ist doch zum Verlieben, oder? Naja, und da er dann fand, dass, wenn ich jetzt weiter Kommentare beantworte, er ja gar nicht die ganze Aufmerksamkeit hat, na, hat er sich halt einfach auf mein Handgelenk gelegt. Kommen wir jetzt zu euren traumhaft schönen Karten. Da sind so geniale Sachen dabei. Also ich bin völlig hin und weg und hoffe, ihr nehmt die ein oder andere Anregung auch daraus mit. Wenn ihr das fotografiert und dann dazu euren Namen schreibt, dann kann ich das hier einblenden. Ich kann das aber nicht dazu schreiben. Das funktioniert nicht. Ihr könnt jetzt aber in den Kommentaren drunter schreiben, die und die Karte ist von mir. Das könnt ihr gerne machen. Ihr wart auf jeden Fall alle massiv kreativ und die Karten sind so toll und so unterschiedlich. Mich begeistert es, wie gesagt, völlig. Manche von euch haben nicht nur eine Karte eingeschickt oder haben halt mehrere Fotos von einer derselben Karte eingeschickt, innen, außen oder verschiedene Perspektiven. Natürlich wird gleich nur jeder einmal bei der Verlosung dann teilnehmen. Vielleicht könnt ihr jetzt auch ganz gut erkennen, was ich meine, dass ich Fotos im Querformat brauche. Und natürlich, je besser es zugeschnitten ist, desto weniger Arbeit habe ich damit. Dann muss ich das nicht erst noch ranzoomen. Es soll keine Kritik sein, nur eine Erklärung, damit es halt für mich weniger Arbeit ist. Die Schüttelkarte läuft außer Konkurrenz. Da ging es nur darum, dass mir jemand halt ihre Version ihrer Schüttelkarte gezeigt hat und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Die ist doch toll geworden, oder? Meine größte Panik ist es ja immer, dass ich irgendwen vergesse. Entweder hier aufzuschreiben oder das Foto zu zeigen. Ich versuche da immer sehr, sehr gewissenhaft zu arbeiten, aber auch ich bin nur ein Mensch. Falls sich jetzt hier irgendwer wirklich nicht wiederfindet, melde dich bitte bei mir. Und ja, ich hoffe, ich habe wirklich alle Bilder gezeigt und alle Namen genannt und wir verlosen jetzt. Tusch und Applaus, Katja. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Du bist die Gewinnerin des Gummistempel-Sets Kartenqueen. Falls du das Set schon hast, dann sagst du Wolfgang Bescheid und suchst dir einfach ein anderes aus. Ja, das war's dann für heute und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut!